Ja, ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Ja, ich freue mich sehr, hier heute auf dieser fantastischen Konferenz dabei zu sein. Mein Name ist Mathieu Lefebvre und ich möchte erstmal nochmal dem Arcatis-Team danken, dass sie bei dem letzten Fundraising im März mitgemacht haben und dass sie mich eingeladen haben und dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Vaga Energy vorzustellen. Also, ich habe 2003 gestartet und habe mit Wasserstoff bei der Entwicklung gearbeitet und ja, naja, und dann haben wir gesagt, naja, haben wir gesehen, dass das Erdgas tatsächlich ein wichtiger Teil der Energie, des Energiewandels ist und wir wollen uns daher, also wir haben das erste Projekt im Jahr 2017 entwickelt und dann haben wir das in Frankreich weiterhin ausgerollt und jetzt bringen wir die Lösung auch in die USA. Also Vaga Energy ist wirklich im Augenblick an einem, also ist, ja, in der Mitte von mehreren Makrotrends, die also großen Herausforderungen, die vor denen die Menschheit gerade stellt, also steht. Wir müssen gegen den Klimawandel kämpfen und das Methan ist ja auf der Energieseite, haben wir 85% der Energie, die wir verbrauchen, kommt aus fossilen Brennstoffen und hier Vaga ist hier wirklich im Zentrum dieses Dreiecks und noch ein paar Worte dazu, was ich wirklich als Hauptprioritäten ansehe, was das Klima angeht und also Methan und wir sprechen oft über CO2, aber es gibt noch ein viel dringenderes Gas, was wir behandeln müssen und das ist Methan und auf 20-jährige, also das hat die 48-fache Wirkung von CO2. Also, und es bleibt 10 Jahre in der Atmosphäre. Also in den nächsten 10 Jahren müssen wir unbedingt die Methanemissionen in den Griff kriegen. Und es gibt einige Methanemittenten. Und hier haben wir Mülldeponien, ist eine davon. Und also der feste Müll, 80% der Emissionen gehen da auf den Müll zurück. Und eine andere wichtige Technologie ist, dass aufgrund des Satelliten können die Methanemissionen können herausgefunden werden, wo die liegen. Und da wurde herausgefunden, dass sie größtenteils auch aus Mülldeponien kommen. Und Unternehmen versuchen nicht mehr ja auch ihre Emissionen zu verschleiern und das ist daher ein guter Booster auch hier für dieses Problem. Und ganz kurz, Deutschland ist ein sehr bekanntes Land in der Erdgasindustrie, in der Biogasindustrie. Und Biogas ist klimaneutral, weil wir extrahieren kein CO2 aus dem Boden, sondern wir haben hier kurzen CO2-Kreislauf und das ist super, weil das ist das ist ein Kohlenstoff und daher erneuerbares Biogas ist der Biogas ist wird in den nächsten Jahren deutlich wichtiger werden. Die Zukunft aus meiner Perspektive, da wird es einen Energiemix geben, der zur Hälfte aus Erneuerbaren kommt, also Solar, Wind und so weiter, und dann nochmal zur Hälfte aus erneuerbarem Gas, weil wir brauchen diese also diese Gase, und diese kommen aus Biomasse, das gibt es überall auf der Welt und wir haben auch die Infrastruktur. Das heißt, wir müssen hier nicht nochmal massiv in neue Infrastruktur investieren. Wir haben die ganzen Pipelines, wir haben die Boiler, die Kocher, die Industrien, die sind auf Gas eingestellt. Und Biogas ist außerdem ein lokales Produkt und in den letzten 2 Jahren, da haben wir alle gelernt, was es bedeutet, abhängig zu sein. Das ist nicht nur Geld, was das kostet, sondern auch, das drückt sich auch auf menschlicher und auf politischer Ebene aus. Und also, das ist absolut, eine Unabhängigkeit hier ist absolut kritisch.
Aber das überspringen wir. Also was jetzt noch nicht so ganz bekannt ist in Europa, besonders in Deutschland, würde ich jetzt sagen, dass die meisten, also das meiste, was in Europa produziert wird, dass das auf Müllhalden landet. Und wir sprechen hier von gigantischen, von 20 Millionen Tonnen, also 20 Millionen Tonnen in Frankreich. Und wir müssen das überall auch gucken, nicht nur angucken, nicht nur überall. Und also... Also hier wenn das zersetzt wird, dann entsteht Methan. Und also bis 2050 wird das dann nochmal massiv ansteigen. Und wir haben jetzt bereits ein massives Müllaufkommen und das wird noch weiter steigen in den kommenden Jahren. Und also aus dieser Diagnose heraus, da müssen wir fossile Brennstoffe reduzieren. Wir müssen die Methanemissionen reduzieren und daher haben wir uns entschieden, hier eine Lösung zu finden und diese wettbewerbsfähig zu machen, weil das mächtigste Instrument heute ist der Markt. Und also wenn man da erfolgreich ist, dann findet man Milliarden, die das anwenden wollen. Und Und das, was jetzt im Jahr 2010, 2012 auf den Markt gekommen ist, das wird momentan massiv ausgerollt, weil und wir haben uns entschieden, uns hier auf Deponiegas zu konzentrieren, weil 90% des Gases, was von den Deponien kommt, das wird verschwendet. Also die Hälfte davon geht in die Atmosphäre und die andere Hälfte davon wird verbrannt. Und es wird dann, warum sollten wir dieses Gas verbrennen mit sehr, sehr geringer Effizienz, wenn wir es auch verbrennen, wenn wir das auch benutzen könnten, um Energie zu generieren? Und also es ist sehr viel teurer, Energie durch Photovoltaik oder durch Windenergie zu produzieren. Und unser Ziel ist, dieses Gas aufzufangen und es in Biomethan zu wandeln, um fossile Brennstoffe zu substituieren. Und jetzt möchte ich gerne auf die entsprechenden Punkte zu sprechen zu kommen, warum das so schwierig war. Also eine Deponie ist ein Ort, wo Müll abgelagert wird. Und dann gibt es... um das Gas aufzufangen, muss ein Gasauffangsystem installiert werden. Das sind Rohre. Und diese sind miteinander verbunden. Und dann haben wir oben eine Absaugung. Also das Gas wird dann von dem Standort abgesaugt. Und durch dieses Vakuum da hat man Luft dabei. Also wenn das Vakuum stark ist, hat man viel Luft dabei. Aber wenn das Vakuum nicht so stark ist, dann wird nicht alles Methan aufgefangen und ein Großteil geht dann noch in die Atmosphäre. Also das Gas, was man aus der Deponie kommt, das ist nicht irgendwie Gas, was man einfach so finden kann und abpumpen kann, sondern da ist noch die Luft, die mit Methan gemischt ist. Und das ist sehr schwer hinzubekommen. Das ist schade, denn eine Deponie ist eine großartige Ressource, denn sie ist sehr gut vorhersehbar und zwar jahrzehntelang. Ist lokal und wir wissen genau, was wir produzieren und wie die Kosten dafür sind. Das ist also eine Strategieressource für ein Gasunternehmen heutzutage. Was haben wir gemacht? 2007 war das schon. Da haben wir mal das Problem identifiziert und dann haben wir die Membranseparation mit der Destillation kombiniert. Also die Membran kann das CO2 vom Biogas abscheiden und mit der Destillation, Kryogendestillation mit anderen Worten, können wir eben das Ganze kryogen machen. Und das ist ein sehr effizienter Prozess, um das Methan von dem Sauerstoff abzuscheiden. Und dann bekommt man verschiedene Gase. Und diese Technologie ist bereits 1902 schon erfunden worden, also nicht erst vor kurzem. Und wir waren da eben Experten und wir haben das gemacht. Wir haben eben die Kryogenik verwendet, um diese Gase abzuscheiden. Und damit konnten wir eine sehr hohe Leistung aufrechterhalten, also die
Raten waren rekordverdächtig bei dieser Kopplung. Und wir haben damit eben für die Eigner von Deponien eine wirklich spielverändernde Situation, denn man kann dieses Gas jetzt auffangen und damit kann man etwas damit anfangen. Das ist doch ein wunderbarer Anreiz. Natürlich muss man sich überlegen, was passiert jetzt mit dem Sauerstoff und so weiter. Also vielleicht hat man, wenn man das so macht, ein bisschen weniger Qualität. Aber wenn man dieses Gas jetzt tatsächlich, wie es ist, aufnimmt und dann tatsächlich abscheidet und da die Methanemissionen verhindern kann, dann heißt es, dass sehr viel mehr Gas wieder in das Netz eingespeist werden kann und damit für alle eine Win-Win-Situation besteht. Hier alle Eigner von Deponien sind jetzt nicht in irgendeiner Weise beschränkt in der Menge an Gas, die sie wieder rückgewinnen können. Und damit haben wir eine Auswirkung auf den Klimawandel, denn wir können die Emissionen vermeiden und damit das Gas sogar noch nutzen. So sieht es aus. Das ist der Prozess. Der kann verwendet werden, ganz egal, wie die Qualität des Gases ist. Wir können einen Standardansatz fahren. Standardansatz heißt geringerer Preis, geringere Kosten. Denn Vaga Energy will hier ein wettbewerbsfähiges Gas produzieren. Wir wollen uns nicht auf Geld vom Staat oder die Politik verlassen wollen. Also wir dann wissen wir nicht, wie es aussieht. Es gibt in Chile, in Kolumbien, in Indien keine Politik für erneuerbare Energien. Wenn man also diese Energiebeschaffung irgendwie etablieren will, muss man das Ganze kommerziell gut gestalten. Und das ist eine großartige Möglichkeit, weil wir einen standardisierten Prozess haben. Wir kommen von Air Liquide, das ist ein Gasunternehmen, und hier haben wir einen Gasmix. Das ist eine kleine Gasblend, das ist eine kleine Raffinerie. Wir hatten ein bisschen Zweifel, ob wir wirklich erfolgreich wären, wenn wir das Ganze an Deponiemanager verkaufen, die eigentlich das Geschäft nicht kennen. Also haben wir ein anderes Geschäftsmodell gewählt. Wir entwickeln ein Projekt und wir selber betreiben dann diese Anlage. Wir sind also diejenigen, die das Biomethan hier produzieren. Wir liefern die Lösung. Wir sind praktisch das fehlende Glied zwischen den Gaslieferanten und denjenigen, die das Gas herstellen. Also wir kaufen es praktisch von den Deponien, machen es dort und dann verkaufen wir es an die Gaslieferanten. Und das ist wunderbar. Man bekommt damit praktisch, können wir eine Verschmutzung in eine Ressource umwandeln und hat damit eine erneuerbare Energiequelle statt fossiler Kraftstoffe. Und so sieht das Ganze aus. Wie macht man das? Wenn man das macht, kann man die Technologie weiter verbessern und man kann immer weiter entwickeln. Jede Innovation, jede neue Idee, wenn ein Projekt dabei entwickelt werden soll, ist eine Möglichkeit für uns, dass wir unsere eigene Effizienz verbessern können. Es dauert immer ein paar Monate, bis das Projekt entwickelt ist und wir sind hier immer mit dabei, dann bauen wir das Projekt innerhalb von 2 Jahren normalerweise und haben hier langfristige Verträge über 20 Jahre, um das Projekt zu finanzieren. Wir haben in Frankreich begonnen und dann sind wir expandiert nach Nordamerika, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Wie viel Zeit habe ich noch? Ah, okay. Wunderbar, da hinten ist ja eine Uhr, ich sehe es. Ich will jetzt nicht zu lange sprechen, ich möchte auch noch ein bisschen Zeit für Fragen lassen. Gut, wir sind halt hier auf diesem einen Teil des Marktes, wo es Deponien gibt. In den USA ist es so, dass wir mehr als 30.000 solche Deponien haben insgesamt. Also es ist ein Schlüsselmarkt. Morgen werden wir auch sozusagen nach Südamerika gehen und danach wäre Asien dran. Also eine große Unterscheidung bei der Technologie ist, dass wir diese Technologie selber entwickelt haben. Wir haben sie dann so entwickelt, vertikal in ein Geschäftsmodell, um sicherstellen zu können, dass wir erfolgreich sind, dass das Ganze profitabel wird. Wir haben festgestellt, wir sind ein reiner Player, wir sind sehr fokussiert, wir haben uns nicht sozusagen verzettelt.
Und das wird uns erlauben, dass wir eben wirklich ein konkurrenzfähiges Gas produzieren können. Und die Strategie erlaubt es uns, eine gute Pipeline zu entwickeln bis zu 2 Terawattstunden oder 202 Terawattstunden. Und da haben wir bereits auch Kooperationen unterzeichnet. Und da sind andere Spiele noch dabei. Und wir werden das Ganze über 20 Jahre laufen lassen. Und wir haben 12 Terawattstunden, die jetzt im Moment in der Entwicklung sind. Das sind etwa 2,5 Millionen Euro, die wir da haben, um diese Pipeline zu Projekten umzuwandeln. Die Produktion von Deponiegas ist in etwa 800 Millionen Äquivalente an Gas, das pro Jahr produziert wird. Und da können wir in den laufenden Jahren noch sehr viel machen. Und das ist nur ein paar Prozent des gesamten Potenzials an Biogas. Da gibt es also noch sehr viel zu tun in den nächsten Jahren. Also Europa, ein paar Worte zu den USA. Wie man sieht, in Frankreich haben wir 150 kleine Deponien. In den USA gibt es 1.700 sind in öffentlicher Hand. Und da gibt es bereits 100 Projekte, die aufgebaut sind. Und es gibt noch weiteres Potenzial, auch in Kanada zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so einfach, als französisches kleines Unternehmen aus den Alpen nach Amerika zu gehen. Wir haben uns da wirklich reingehängt. Wir sind nach Philadelphia gegangen 2019 und wir haben in Miami eine Geschäftsentwicklung aufgebaut. In den letzten 2 bis 3 Jahren waren wir allerdings in der Lage, tatsächlich die Geschäftswelt in den USA mit zu interessieren. Und wir haben jetzt hier sehr viele Projekte, die wir im Moment entwickeln in den USA. Und es gibt auch bereits einige Projekte, die wir am Laufen haben, die bereits gebaut werden. Und wir sind Teil von dem Ganzen. Und wir können das immer wieder neu aufbauen, immer wieder in den USA weiter duplizieren, was wir ohnehin schon machen. Der Markt in den USA ist natürlich relativ reif, relativ ausgereift, und das gibt uns wieder gute Gewinne, die wir im Rest der Welt einsetzen können. Das können wir weglassen. Ein paar Worte zum Markt. In den USA haben wir ein ganz ähnliches System wie in Europa. Die Biokraftstoffe sind praktisch im Kraftstoffmix mit drin. 5 bis 10% Methanol sind praktisch mit in den Kraftstoffen drin. In den USA ist es genauso wie bei uns in Europa. Die Ölimporteure müssen einen bestimmten Anteil an Kraftstoffen aus Biomasse mit aufnehmen. Und so ist das insgesamt. Es gibt also einen Markt, der hier relativ stark ist, wo die RFS tatsächlich das mit aufnehmen kann oder muss. Und das ist unter Bush schon passiert. Also vor 20 Jahren. Das ist also ein wunderbarer Mechanismus, denn sowohl die Demokraten wie auch die Republikaner mögen das. Die Bush-Administration mochte das. Denn die haben sich um die Farmer gekümmert und die haben natürlich Biomasse produziert. Und auch die anderen mögen es sehr. Jetzt gibt es natürlich noch das IRA. Und unser Gas ist eben auch für das IRA ganz machbar. Es kann damit eingebunden werden. Und das heißt, wir können hier ein Projekt schon starten vor Ende des Jahres. Das hier ist jetzt der kleine Waggerbox mit 1000 CBM, die wir hier machen, CFM. Wir können hier relativ viel an Gas äquivalent produzieren. Und das ist Gas, das bisher abgefackelt wurde, das hier verbrannt wurde. Und jetzt kann es tatsächlich eingesetzt werden. Vor einigen Wochen haben wir dann noch eine neuere Anlage in Angriff genommen mit einem langfristigen Vertrag. Und da hören wir auch nicht auf. Wir beginnen bereits jetzt in einigen strategischen Ländern wie Brasilien oder Mexiko,
wieder weiterzumachen. In Brasilien gibt es 220 Millionen Menschen und da gibt es viele Reiche und auch reiche Möglichkeiten und viele Deponien, die, wo man tatsächlich das Gas nutzen kann. Also auch können wir auch das dort sehr gut einsetzen. Auch in Mexiko ist es genauso. Und Mexiko ist über Pipelines noch mit den USA verbunden. 130 Millionen Einwohner. Und da gibt es auch eine Menge Deponien, die verwendet werden können zur Energiegewinnung. Nach der Covid-Krise, Jahr 1 oder Jahr 2, kam dann der Krieg in der Ukraine, dann die Energiekrise, die Inflation. All diese Makrotrends haben am Ende die erneuerbare Energie vorangebracht. Die Grundlagen sind verstärkt worden. Und wenn man alle Ziele von den privaten Unternehmen, von der öffentlichen Hand und überhaupt so weiter umsetzen wollen, dann weiß ich gar nicht, wie wir so viel Gas produzieren können. Wir werden wahrscheinlich gar nicht so schnell produzieren können mit unserem Biogas. Für uns ist das großartig, denn der Preis für Erdgas ist relativ hoch und wir sind tatsächlich mit unserem Gas kompetitiv. Es gibt aber natürlich Herausforderungen, schnell genug so viel Gas zu liefern und so viele Werke aufzubauen. Wir sehen, dass unser Ziel für 2026 ist, dass wir 4 Terawattstunden produzieren. Das ist ein massives Ziel für ein Unternehmen wie Wager, denn das heißt einfach, dass wir sehr viele Wager-Boxen bauen müssen und sehr viele 100 Millionen an Investitionen haben. Und dann ist es nur ein kleiner Prozentsatz der EU-Ziele. Und in den USA ist es genau dasselbe. Das sind 400 Megawattstunden. Und das alles in der Initiative von Privatunternehmen. Massive Möglichkeiten tun sich auf. Wir werden gar nicht schnell genug produzieren können. Wer ist an unserem Gas interessiert? Wir haben tatsächlich Leute, die Biomethan kaufen wollen, um fossile Kraftstoffe zu ersetzen. Aber die großen Versorger wie Total Energies und große Unternehmen wie Amazon, und also Transporter oder auch andere, sind tatsächlich daran interessiert, damit sie wissen, also CMS CGM, ein großes Transportunternehmen, hat 100 Kilowattstunden pro Jahr, das sie produzieren. Und das ist praktisch fast das gesamte französische Gasaufkommen pro Jahr. Also das ist massiv. Und CMS CGM hat sich entschlossen, in 990 Schiffe, die auf Gas laufen, verpflichtet. Das heißt, sie sagen eben, man muss langsam aber sicher das Erdgas durch Biogas ersetzen, um das zu schaffen. Und erneuerbare Gase, warum sind wir hier mit tatsächlich wettbewerbsfähig? Es ist, weil es netzkonform ist. Wir können es also direkt einspeisen. Es wird lokal produziert, also hat man unabhängig vom geopolitischen Stress. Es ist erneuerbar und absolut vorhersehbar, was Menge und Preis angeht. Es gibt keine Korrelation zu den Volatilitäten der fossilen Kraftstoffe. Deswegen ist es eine großartige Ressource, um tatsächlich jetzt in den nächsten Schritt zu machen und die erneuerbare Energie tatsächlich einzusetzen. Es gibt großartige Möglichkeiten, die jetzt im Geschäftsplan zwar sind, aber noch nicht umgesetzt sind, die aber vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren noch kommen werden. Wir vermarkten das Gas nur praktisch als Mix. 2 Kilo CO2 werden praktisch pro Kubikmeter Methan eingespart. Das ist großartig. Das führt zu 750.000 Tonnen an Einsparungen. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Methan auch tatsächlich vermieden wurde, also Methanemissionen, denn Methan ist 84 Mal heißer als CO2, also trägt viel mehr dazu bei, dann können wir 1 Million Tonnen einsparen. Also der Preis für die Vermeidung von CO2 kann, wenn der noch mit eingepreist wird, dann werden wir noch sehr viel wettbewerbsfähiger sein. Aufgrund der Effizienz unseres Prozesses und der Tatsache, dass wir die Emissionen von Methan direkt schon vermeiden. Ich lasse das mal aus hier, gehe nur ganz kurz drüber, um
das Ganze einsetzen, müssen wir das Ganze standardisieren. So sieht es aus für den US-Markt. Das sind die drei Produkte, die wir hier entwickeln. Wenn das Ganze größer ist als 3000 SCFMs, dann haben wir den modularen Ansatz. Es gibt hier ein paar Beispiele, um Ihnen zu zeigen, dass das nicht nur ein Konzept ist. Wir haben bereits 25 Projekte am Laufen, alle gut überprüft. Und Sie sehen, dass alles praktisch gleich aussieht, denn wir versuchen wirklich so weit wie möglich zu standardisieren, sodass die Lösungen immer wieder eingesetzt werden können. Ein sehr kleines erstes Projekt, da konnten wir 2 Millionen Liter an Gas hier vermeiden. Das ist hier das größte Werk, was wir haben, zusammen mit Air Liquide. Und hier produzieren wir, wie viel ist es? Ich würde sagen, etwa, jetzt muss ich gerade mal rechnen. Ich bin nicht ganz sicher, wahrscheinlich etwa 1 Million Liter pro Jahr an Gasäquivalenten. Also ich kann es nicht genau sagen, also 50 Mal größer als das erste. Okay. Das überspringen wir dann. Und um diese Technologie und diese Lösung umzusetzen, und dann da brauchen wir Geld. Also wir müssen das Geld das Projekt ja finanzieren. Und also was jetzt die Verfügbarkeit geht und was Leistung und so weiter angeht, das ist der Schlüssel, zufriedene Kunden zu haben, ja, also wie wir hier in den USA sehen, damit Länder auch unsere Lösung vertrauen. Also die Art und Weise, wie wir diese Herausforderung angehen, also wie wir hunderte Millionen von Dollar pro Jahr an Projekten finanzieren, also wir haben wir verkaufen nicht die Kuh, sondern die Milch, also wir investieren in eine Anlage und dann verkaufen und die vermieten wir dann. Ne? Und also wir entwickeln unsere Projekte in SPVs, in Fahrzeugen, in Sondereinsatzfahrzeugen. Und dann haben 80% hiervon sind Bankkredite zu sehr geringen Kosten, weil unsere Projekte sehr vorhersehbar sind. So, da gehen wir drüber hinweg. Wir sehen, dass dieses Geschäftsmodell mit dieser Technologie, das ist mit dem großartigen Team, da haben wir die Möglichkeiten, das Wachstum deutlich noch zu beschleunigen. Wir arbeiten momentan in 4 Ländern, bald 6 mit 100 Millionen Euro, die wir schon für die nächsten 20 Jahre gesichert haben. Also das ist unser Ziel. Und pro Terawattstunde, ja, das ist schon sehr, sehr gut. Also das ist allerdings nur ein kleiner Teil all dessen, was wir produzieren müssen, um die Nachfrage nach Biogas zu befriedigen. Und also wir haben 60.000 Tonnen CO2, die eingespart worden sind. Das ist schon großartig, aber es ist jetzt noch nicht gut genug, um Millionen von Tonnen von CO2 im Jahr einzusparen. Und da gehen wir dann wieder hinweg. So, und dann, wir haben jetzt noch 15 Minuten für Fragen. Also vielen Dank. Also ich stehe Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung.